Und damit, meine lieben Freunde, begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Story of Seasons, Pioneers of Olive Town. Oh yeah. So. Also, neuer Tag, neues Glück, der 16. Frühling. Und wir haben wieder viel zu erledigen. Als allererstes erstmal Rüben sammeln, denn Rüben geben Geld. Jawoll. So, damit haben wir schon mal neuen Rüben bekommen. Und sonst weiter haben wir erstmal nichts. Wenn wir die verkaufen, haben wir erstmal wieder gut Geld. So. Natürlich habe ich da nichts mehr zum Verarbeiten. Habe ich ein Holz noch zum Verarbeiten? Ja, Holz habe ich noch. Wunderbar. Und dann können wir die Rüben auch schon gleich verkaufen, was 1899. Boah. Rüben geben gut Geld, merke ich gerade. Warum renne ich eigentlich außenrum? So, dann gießen wir mal wieder. So, wunderbar. Ein bisschen gießen. Tut gut für die Pflanzen. Und wunderbar. Ja, so langsam nimmt das hier alles Form an, finde ich. Ich könnte mir höchstens noch einen Sprenkler holen, aber dafür brauche ich halt mehr Eisen. Erfahrener Ernter. Wir gucken mal, was bringt mir denn der erfahrene Ernter? Feldarbeit. Qualität von Feldfrüchten geringfügig erhöht. Feldarbeit kostet etwas weniger Energie. Flächendeckendes Säen von Samen möglich. Achso. Das ist immer so ein Grundding. So, Samen habe ich jetzt gerade keine. Das heißt, da müsste ich dann eh noch einkaufen gehen. Oh. Hallo, liebes Eichhörnchen. So. Dann um das Huhn kümmern, weil das Huhn, ein glückliches Huhn ist ein gutes Huhn, heißt es ja so schön, ne? Und es gibt dann auch glückliche Eier und das ist ein 3-Sterne-Ei. Was will man mehr? Das will jetzt gerade schon essen. Komm raus, Huhn, komm. Nicht essen. Eine 3-Sterne-Mayonnaise. Für ein normales Ei. Hm, okay. Gut, dann kümmern wir uns jetzt mal um die Kuh. Die macht nämlich immer regelmäßig Mo. Die gute alte Antje. Und auch die Kuh ist glücklich. So, Antje, komm raus, komm. Gut. So. Klar, ich könnte den Stall auch abbauen. Aber erstmal möchte ich ja hier ein bisschen Platz machen. Rein theoretisch würde es mich freuen, wenn ich viel Eisen finde. Und hier haben wir doch schon mal viel Eisen. Dann essen wir halt die Wildbeeren. Oh, jetzt muss ich alle einzeln aufsammeln. Das ist natürlich dann ärgerlich. Aber okay, gut. Jawohl. Alles schön hier einsammeln, was man an Eisen bekommen kann.
Denn nur so kann ich dann meine Sprengler bauen. Meine Sprengler, was haben wir da? Blumen automatischen Farbstoff um. Farbstofffertiger, okay. Uff. Pfui. So ein Sprengler kostet doch ganz schön was. Das hätte ich jetzt natürlich dann doch nicht so erwartet. Ne, erstmal gehe ich noch verkaufen. Oregano. Salbei. Pfefferkorn. Ich glaube, das war alles, was ich verkaufen kann. Jetzt kann ich gucken, was ich hier bauen kann. Brauche ich dafür normales Holz? Normales Holz, okay. Das sollte doch möglich sein. Zack. Wenn ich dafür normales Holz brauche, dann immer her damit. Und die Mayonnaise nehmen wir auch noch mit. Die 3-Sterne-Mayonnaise. Stellen wir mal her. Ich bin immer noch nicht von diesem ganzen Prinzip hier so überzeugt. Denn irgendwie finde ich diese Dinger komisch, dass man davon so viele dahin stellen muss, um dann alles zu fertigen. Ah, 2527 ist schon ordentlich, was ich da bekomme. So, da haben wir noch einen Eimer. Ich will wieder Ordnung machen, ey. Unmöglich, unmöglich, wie das hier aussieht. So, den Baum machen wir auch noch weg. So, dann gucken wir, ob wir hier noch ein bisschen was an Eisen haben. Oder an Eisenbarren. Ja, wir haben Silberbarren und wir haben Eisenbarren. Dann nehmen wir die doch gleich mal rüber. Wieso habe ich denn den Lehm da reingetan? Wollte ich nicht eigentlich auf die andere Seite packen? Ja, eigentlich schon, ne? Schön. Also ich habe sogar noch ein bisschen mehr Lehm. Das ist gut. Fulgurit kann ich jetzt nicht mehr spenden, glaube ich. Vermute ich, denke ich. Weiß ich nicht. Ja, was ich aber weiß, ich kann jetzt ein bisschen. Jetzt renne ich gerade los und will Sachen holen. Dabei bringt mich das noch gar nicht weiter. Ah doch, ich kann ins Museum gehen. Ich könnte die anderen. Ja gut, ein paar Sachen kann ich da jetzt schon erledigen. Das ist richtig. Ist immer so viel, was man machen kann. So, erstmal. Es ist Montag, du hast auf. Das ist das Erste, was ich jetzt erstmal machen möchte. Eisensichel. Silbereimer. Oh, ich könnte den Silbereimer verbessern. Silbergießkanne. Wäre auch nice. Aber warum den Silberhammer nicht? Achso, weil ich dafür auch wieder Holz brauche. Was brauche ich denn da für Holz? Harzbauholz. Okay, Harzbauholz. Ja, das sollte ich schaffen in der gesamten Zeit, wo ich jetzt hier hin und her renne und versuche alles wieder hier zu bearbeiten, was gar nicht möglich ist in der kurzen Zeit. Hartes Bauholz, Lehm, Glas, Salbei, dreimal habe ich noch nicht. Was bekommen wir hier? Oh, da haben wir doch schon was. Wir bekommen eine Pflanze. 9 Stück insgesamt in der Zahl. Okay, wir haben schon mal Samen bekommen, aber ich brauche ja jetzt eigentlich rein theoretisch nur 8. Nee. Ja. Genau. Da wollte ich hin.
Gemischtwaren kaufen. Radieschensamen, Futtersamen, Teesamen, Bohnensamen, Weizensetzlinge. Weizenhalme, Reissetzlinge. Kaffeesetzlinge, 15 Tage? Wow. So, hier haben wir schon mal Pilze. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, wie das funktioniert. Ich kaufe jetzt erstmal 2. So, und dann... Ich glaube, Erdbeeren lassen sich noch gut verkaufen. Ich brauche 8 Stück. Puh, das kostet ganz schön viel. Egal, komm, machen wir. 8 Tagen. Kommt eine Menge an Erdbeeren raus. Ist zwar wieder mein ganzes Geld weg und eigentlich wollte ich ja was verbessern, aber... Na gut, jetzt kann ich ja was verbessern. Jetzt passt es ja auch vom Geld. Jetzt kann ich meine Sichel verbessern. Nehme ich die Eisensichel. Oder nehme ich die Eisenhake. Ich nehme die Eisenhake. Ich glaube, die hat für mich jetzt erstmal am meisten Sinn gemacht. Klar, mit der Sichel arbeite ich rein theoretisch mehr als mit der Hake. Aber da ich das jetzt halt noch im Feld anbauen möchte, macht es wiederum Sinn. Oh. Ich brauche irgendwoher noch Silber. Eisen. Ich habe zu wenig Eisen, ich glaub's nicht. Nein, das ist Stein. Das gibt's doch nicht. Dann bist du da, der Weg runter. Da ist Eisen. So. Was? Das war nicht der Weg runter? Dann bist du der Weg runter. Dann bist du der Weg runter. Weil auch in der Nähe, klar, von der Leiter ein Feld genau dran. Never. Ich will den da treffen, danke. Alles, was Eisen ist, nehme ich mit. Oh, da haben wir jetzt mal ganz viel Eisen. Ja, ich muss nur treffen. Nur treffen, mehr muss ich nicht. Wieder da. Mann. Oh, wieder direkt daneben. Komm, ihr wollt mich doch jetzt heute verarschen, oder? Immer neben der anderen Leiter. So. Gib mir Eisen. Da ist aber auch noch Eisen und da unten auch noch. Also nehme ich das logischerweise mit. So, tiefer brauche ich nicht. Weil ja auch meine Ausdauer jetzt langsam so zu Ende geht. So. Wunderbar. So, hier müssen wir jetzt ein Feld entfernen.
Und dann habe ich doch... Genau, da habe ich doch jetzt erstmal diese Pilze. Pflanzen. Ich weiß nicht, wie viele ich da rausbekomme. Das kann ich jetzt aktuell noch gar nicht sagen. Das werden wir dann sehen. Ach, jetzt war ich gar nicht im Museum. Viel ist das nicht wert. Oh, die sind 100 Gold wert. Die haben sogar einen richtigen Wert. Ich würde sie trotzdem nicht verkaufen. Ich weiß nicht, wofür ich die nochmal brauche. So, jetzt muss ich mir die Frage stellen, will ich da jetzt die Blumen pflanzen oder nicht? Richtig geraten, okay. Ackerneuling. So. Ah ne, da will ich die Erdbeeren pflanzen an der Stelle. Okay, gut. Habe ich schon. War schon längst beschlossen. Und jetzt noch gießen. Ich bin auch sowas von dumm, ne? Ich spiele hier gerade echt mal wieder mit dem Feuer. Hoffen wir mal, dass die gleich fertig sind. Dann kann ich nämlich meinen Sprinkler bauen. Was ist das? Joghurtfertiger? Braucht man hier für alles Fertiger? Die sind so nervig. Ich weiß nicht, wer sich sowas hat einfallen lassen. So. Sprenkler. Danke. So. Und den platzieren wir in der Mitte. Schafft er denn die 8? Jawohl. Das hat sogar funktioniert. Und jetzt stelle ich mir gerade echt eine ganz große Frage. Nee. Ich muss eine halbe Stunde baden gehen. Es geht nicht anders, Leute. Ich glaube echt, sonst kippe ich um und liege da. Das Risiko, glaube ich, gehe ich nicht ein. Ich glaube, das wäre saudumm. Nur wegen ein paar Erdbeeren. Ich war umgekippt. Das ist beruhigend zu wissen. Ja, eigentlich ja nicht, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. So, ich bräuchte... Ich glaube, 7 Stück. Ich stelle jetzt einfach mal 7 Stück her. In der Hoffnung, dass es die richtige Entscheidung war. Und es scheint so, als ob es die richtige Entscheidung war. Das haben wir auch erledigt. Das ist alles weg. Dann noch die Sachen in die einzelnen Behälter legen. Das wäre schon einiges an Geld, was da wäre. Warum habe ich eigentlich dieses Holz da reingetan? Das ergibt doch auch schon wieder keinen Sinn. Genau, so wollte ich es haben. Und du kommst darüber.
Nee, zurzeit jetzt nicht. Nee, 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 nee. Es ist alles gegossen. Es sieht alles eigentlich super aus. Na komm. Verarbeitung starten. Verarbeitung starten. Zack, zack, abholen. So. Haben wir doch wieder einiges geschafft. Die Kirschen sind noch nicht reif. Okay. Zup, 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 zup. Und dann können wir uns schlafen legen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.